Ja, was ist denn los? Hey Leute, hier ist wieder der Benny und der Hauptmann von den Two Epic Buddies. Zu den Top 5 der nervigsten Aufsätze in allen Call of Duties und ich würde sagen, der Hauptmann legt gleich mal los. Okay, auf Platz 5 haben wir aus Modern Warfare 2 den Herzschlagsensor, perfekt für jeden Camper geeignet, der Leute abfacken will, wenn man nicht gerade Ninja dabei hat oder eiskalt oder wie das hieß. Und auf jeden Fall, scheiß Aufsatz, ich hasse ihn. Jedes Mal in MW2 damals, wenn ich auf einer guten Streak war, war einfach irgendwo in der Ecke jemand mit dem scheiß Herzschlagsensor und hat einfach nur gewartet, bis er den roten Punkt da sieht. Ja, die gucken dann immer links und rechts und warten, bis sie auf dem Herzschlagsensor einen Punkt bekommen und dann warten sie und dann babababababam. Ja, so richtig abfuckmäßig einfach nur. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu Platz Nummer 4. Auf Platz 4 ist das Tracker-Visier von Call of Duty Ghosts. Das Ding nervt auch so richtig. Auch beim Erspielen hat mich das Ding teilweise von den Gegnern abgefuckt und ich muss sagen, mit dem Ding, man sieht einfach Gegner, die man teilweise nicht sieht, weil die Grafik und die Farben einfach so ausgewaschen sind in dem Spiel, dann sieht man einfach die Gegner viel besser und kann die dann einfach locker wegholen, obwohl man teilweise Gegner nicht mal sehen würde und das Ding nervt einfach so und ich glaube, der Klassiker ist immer, wenn die Leute dann irgendwo oben stehen mit dem Tracker-Visier und dann ins Gebüsch gucken und dann bababam. Ja, im Gebüsch ist es immer das Geilste und ich würde sagen, da kommen wir dann auch gleich zu was ähnlichem im Black Ops 2, das ist der Platz Nummer 3, Zielsucher. Wer kennt es nicht? Man MG, sowieso overpowered, Ende nie. Dann glaubt man auch noch, dass die Hitbox irgendwie größer wird, weil man Zielsucher hat. Weil mir kommt es so vor, dass man wirklich immer trifft, obwohl man den Gegner gar nicht anschießt. Ja. Das ist so unglaublich. Man muss einfach in das rote Kästchen reinzielen und dann trifft man einfach und die Gegner gehen down. Das ist wirklich unglaublich. Ja, und es ist auch wirklich... Oh, so ein Hassaufsatz. Ohne Scheiß, wenn ich sowas sehe, einfach nur in Black Ops 2, kriege ich einen Ausraster. Ja, wirklich, also, der behindertste Aufsatz, den es geben kann. MG, Zielsucher, die Kombination alleine, oh, der Grauen. Ja, vor allem die 125 Schuss mit einem MG, wenn man Magazinerweiterung auch noch aufklatscht, so wie ich in den Livestreams, sieht ja keiner. Dann wird's böse. Einfach nur ein böser Aufsatz. Und jetzt zu Platz Nummer 2. Dann kommen wir zu Platz Nummer 2. Auf Platz Nummer 2 ist von MW3 der Aufsatz Akimbo. Jeder von euch kennt sicher die FMG 9 Akimbo. Das Ding war einfach so overpowered und allgemein alle Waffen in MW3, wenn man die in Kombination mit Akimbo verwendet, einfach nur overpowered. Man kann die Gegner so locker wegholen, man braucht eigentlich keinen Skill dafür und einfach nur overpowered. Das Ding ist richtig nervig. Man muss auch über 100 Meter nicht mal anzielen, sondern einfach aus der Hüfte wegrotzen. Man muss auch sagen, in MW2 Akimbo war genauso overpowered. Die G18 Akimbo, wer die noch kennt, ohne Scheiß. Oder die ganz am Anfang vom MW2 Release Model Akimbo, wie die noch die Range von 10.000 Meter hatte, die scheiß Shotgun. Einfach nur overpowered. Zu der Zeit gab es ja noch kein YouTube, aber ich kann mich noch zurückerinnern, da habe ich auch richtig geschwitzt, dass ich die Waffe am Anfang gleich bekomme, weil das Ding irgendwo so derbe stark war. Ich glaube, auf, keine Ahnung, 20 Meter konntest du dir die Gegner wegrotzen bis zum geht nicht mehr. Das war so overpowered, das Ding, echt, ohne Scheiß. Das war echt unglaublich. In Black Ops 2, irgendwie finde ich die Akimbo-Waffen richtig scheiße, aber damals MW2 richtig OP einfach nur. Man muss aber sagen, in Black Ops 2 war anfangs die B23 Akimbo richtig overpowered, aber das haben die dann rausgepatcht. Aber da war die auch relativ stark. Ja, und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu Platz Nummer 1. Ich glaube, der meistgehassteste Aufsatz, der overpoweredste in MW2, der Granatwerfer. In der Kombination mit, wie heißt es, direkte Gefahr, einfach nur overpowered. Es ist wirklich, und dann noch von mir aus ein Mann-Armee dabei, unendlich Granatwerfer, bam, einfach nur overpowered. Das mit der Ein-Mann-Armee haben die zwei in MW2 gut gemeint, aber die Community hat das einfach ausgenutzt und so einen Dreck draus gebastelt, ohne Scheiß, das Ding, das ist einfach der Tod. Wenn du wirklich jemanden in der Lobby hast, der mit Granatwerfer und One-Man-Army spielt, da kannst du rausgehen, weil das Ding ist so overpowered, der muss, keine Ahnung, im Radius von 10 Meter rund um dich herumschießen und du bist tot einfach. Ja, das hat man dann auch im Gameplay jetzt gerade gesehen, einfach nur overpowered das Teil, ohne Scheiß, da braucht man keinen Skill, da schießt man einfach und bam, tot ist der Gegner. Also, ohne Scheiß, aber verdient der Platz 1 von den Abfucker oder nervigsten Aufsätzen, also, ja, ich würde sagen, Benny, Abschlussworte?
Wenn euch die Folge mal wieder gefallen hat, spritzt den Like-Button ab und schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr als nächstes sehen wollt. Und wir sehen uns bei unserem nächsten Video. Haut rein, ciao. Und 18 Uhr Livestream nicht vergessen. Genau. Haut rein, ciao.